Moin moin liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu Sunkenland und schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich habe ein Stündchen geschlafen und habe tatsächlich, Meeresfrüchte, genau, wollte ich ja essen und dann wollte ich ja hier was trinken. Nehmen wir mal das mit, genau, und dann wollte ich ja aber, wir wollten losdackeln, ne? Treibstoff nehmen, immer ein Benzin. Okay, genau, wir wollten jetzt einfach mal los. Warte mal, ich muss den Eisenbarren noch wegpacken. Die chemische Substanz wegpacken. So, genau. Also, würde ich tatsächlich mal sagen, wir fahren hier Richtung Norden. Ne? Da habe ich noch überhaupt nicht gelootet. Ja. Das sind meine Tauchflaschen. Stirnlampe ist da. Notfallreserve. Ja, Kräutermedizin da rein. Verbände, das behalte ich mal bei mir. Okay, dann schauen wir mal, was wir hier machen können. Ich will mal wissen, was das da ist. Probieren es aus. Wir werden uns jetzt Stück für Stück hier vorarbeiten und die ganzen Sachen da. Das scheint eine Base zu sein. Ja, das wird eine Base sein hier. Genau, macht das Dorf erstmal. Genau, dann looten wir jetzt das Dorf und dann geht es weiter und weiter und weiter und weiter. Wo bin ich jetzt beim Dorf gleich? Ich glaube hier bei dem Wasser, bei dem Kanister hier, ne? Das Dorf. Neutral. Genau. Gib mir mal eine Teile hierher. Ja, das werden wir jetzt ja nicht brauchen da unten. Deswegen packe ich das mal da jetzt weg. Das jetzt glaube ich auch eher weniger. Ja, dann haben wir mehr Platz. Erstmal gucken. Okay, fangen wir hier an. Traktor. Holz, ja, wunderbar, Holz. Ne, noch ist die Sauerstoffflasche da. Moment, austauschen. So. Werden wir jetzt wahrscheinlich hier auch im Dorf. Vermutlich werde ich hier wahrscheinlich auch zweimal hin müssen, ne? Mal gucken, was wir hier so finden. Was wir hier Brauchbares entdecken. So, jetzt. Jawohl. Nochmal eine Kiste. Ach, wunderbar. Läuft eigentlich ganz gut, ne, mittlerweile. Muss ich mal kurz schauen. Da unten haben wir noch so ein Häusle. Na, komm wieder rein. Ja, von da komme ich rein. Aber da ist nix. Da ist nix.
Da ist eine Roteige. Ah, sogar zwei. Ja, sogar vier waren da drauf. Alles klar. Ne, da war ich jetzt. Okay, gehen wir hier. Auto. Ich habe drei Flaschen dabei, ne? Die werden aber nicht so ausreichen, wie ich es gerne hätte. Da kommt man nicht rein. Ne, da geht's nicht rein, okay. Ja, ich brauche hier anscheinend, was für so einen Durchgang brauche ich hier ein bisschen mehr Sauerstoffflaschen anscheinend. Drei Stück reicht noch nicht ganz. So, dann werden wir heute mal das Dorf looten, ne? Was haben wir hier drin? Jawohl, da ist auch noch mal was. Da war aber nichts drin. Okay, mein Inventar ist voll. Wo ist mein Bötchen? Da, da ist mein Bötchen. Yippie! Und reinspringen. Okay, ja. Ah, warte mal. Rotalge. Ja, das da rein, das ist auch schon voll. Das ist voll. Das ist voll. Hier haben wir nochmal Pistolenmunition. Das ist voll. Ja, dann machen wir die beiden Sachen rein. Ja. Ah, die Cola kann ich auch noch mit reinpacken. Das auch noch. Ah, siehst du, ist doch nochmal ein bisschen Platz, ne? Ja, scheiße, finde hier mal die Orientierung immer wieder, ne? Ne, hier war ich definitiv gar nicht gewesen, ne? Doch, warte mal, nee. Hä? Gott. Doch, hier war ich drin. Und da? Ne, war ich doch andere Seite, ne? Ne, da war ich auch noch nicht drin. Ach Leute, das hat mich voll verlaufen hier, ne? Hier war ich. Genau, hier liegt das Zeug rum, die chemische Substanz. Jo, Sauerstoffflaschen leer. Alles klar, da muss ich jetzt erstmal ohne Sauerstoffflasche auskommen. Vielleicht sollte ich mir nochmal so... So weiß ich nicht, so zwei Stück... noch mal machen, so zusätzlich. Brauch erstmal Luft. Damit ich da unten auch einfach noch besser agieren kann. Oh, Tabletten, ne? Dann nehme ich gleich. So, wie viel habe ich schon gelootet? 71%. Da sind wir schon fast durch. Und dann gehe ich hier nochmal mit dem Radar durch. Für Eisenerz.
Fall sehe ich hier sehr viel Schwefel, aber das Schwefel würde ich jetzt einfach mal liegen lassen, weil davon habe ich zu Hause sehr, sehr viel, was ich gerade überhaupt nicht brauche. Okay. Hier nochmal. Sieht gut aus. 88%. Ja, sieht gut aus. Ja, dann warte mal, mein Handscanner. Okay, es ist auch auf jeden Fall Eisen irgendwo hier. Ja, da bin ich jetzt falsch. Da oben. Da oben ist es. Nein! Okay, kriege ich noch was gestopft? Ja, das kriege ich gestopft. Oh, jetzt habe ich gegessen. Oh, ich habe Leder bekommen. Geil, ich kann mir den Rucksack machen. Das da kann ich noch, genau. Okay. Oh. Wo war das jetzt? Da. Da liegt das, glaube ich. Jawohl. Okay, dann nochmal in die Richtung. Wo bist du? Wo bist du? Wo bist du? Da, ne? Ne, das ist Schwefel. Oh, hier ist nochmal eine Rotalge. Oh. Oh, warte, Luft. Tauchzeit ist nicht mehr verlängert. So, da nochmal. Befallen von Muscheln. So, konnte die Muscheln sammeln. Oh nein, schon wieder voll. Warte, das schmeiße ich weg. Die Kohle brauche ich überhaupt nicht gerade. 94, 95. Oh, das ist hier jetzt nochmal. Ah ja, okay, warte mal, nee. Okay, gut, dann habe ich hier anscheinend das Eisen, denke ich mal, weg. Okay. Oh, der hat eine große Kollision, okay. Gut, dann haben wir das Dorf auf jeden Fall mal so weit. Und jetzt mit dem Leder kann ich endlich meinen Militärrucksack machen. Da freut man sich. Da freut man sich, dann hat man wieder ein bisschen Platz. Und dann gucken wir nochmal nach zwei weiteren Tauflaschen. So, bin ich voll? Bin ich voll? Ich bin sowas von voll. Okay, warte mal. Stoffe, das Klebeband, das Glas, das da rein. Komponenten da rein. Oh ja, sauber.
dann haben wir ja volle Kanne, volle Hose hier. Nochmal das Leder. Gut, dann packen wir das auch mal hier rein. Ja, machen wir das da rein. Diese Dinge habe ich immer verkauft. So, Eisen erstmal hier reinpacken. Warte mal, war das hier? Ja, das hatte ich hier. Rauchlose Pulver muss hierher. Nee, das sind... Nee. Doch, irgendwie schon, ne? Ja, doch, irgendwie... Irgendwie schon damit rein. Waffenteile. Rüstungswerkbank. Da rein. Jakobsmuscheln. Die mache ich hier mal mit rein. Und das fertige Essen, die Rahmnudeln. Den Verband hätte ich auch unten lassen können. Da stapelt sich ja noch, ne? Das da? Okay, dann machen wir mal gleich Kräutermedizin draus. Gut, das packe ich ja mit ein. Das muss ich aber wieder auffüllen. Und dann gucken wir gleich mal nach unserem Zeug, Gummi. Warte mal, Schallplatte hatte ich. Na, das ist eine andere Schallplatte. Okay, eine Schallplatte 2. Ach ja. Ach, was man nicht hier alles dran denken muss. Hier musst du aber auch ganz gemütlich durchgehen. Hier sollte man sich auch nicht so hetzen lassen. Was manchmal gar nicht so einfach ist. Weil ich natürlich schon möchte, dass ich in den 30 Minuten, die ich hier aufnehme, würde ich ja doch schon einiges schaffen können. Ne? Aber, hey, wir haben das Dorf geschafft. Und durch das Dorf können wir jetzt wahrscheinlich auch unseren Militärrucksack machen. Wäre super schön. Leder habe ich nämlich. Muss noch gucken, was ich dafür noch brauche. Aber die Materialien müsste ich theoretisch haben. Gut, also das mal wieder dahin. Mein Militärrucksack. Stoffe, Leder, Gummi habe ich alles. Gummi, Stoffe und das Leder. Jawohl. Gut, dann ziehen wir den aus und den ziehen wir an. Yes! Sauber. Können wir den rüberpacken. Okay, weitere Tauchflaschen. Ich brauche nochmal Tauchflaschen. Hier, Eisenbarren, Komponenten und Gummi. Warte mal, Komponenten. Oh ja, da haben wir auch ein bisschen. Gummi und Eisenbarren. Oh, warte mal. Lass mich mal Holz mitnehmen. Kann sein, dass ich da nämlich wieder anfeuern muss. Ja. Jo, wir haben sogar Eisenbarren. 1, 2. So, dann hätten wir jetzt 5 Tauchflaschen. Das müsste doch eigentlich reichen für so einen Durchgang, ne? Ich glaube, ja. Mhm. Halt, das lassen wir gleich hier. Wir müssen nämlich gleich wieder los. Essen und was trinken. Ja, ich würde sagen, wir fahren auch gleich wieder los. Muss noch mal kurz hier gucken. Ah ja, hier Leiterplatten. Nee, elektronische Teile, ne? Und die hier, die fortgeschrittenen Teile, die suche ich momentan jetzt, damit es da auch einfach schon mal ein bisschen weitergeht. Gut, ich habe zwar Hunger, ich habe Durst, aber kein Problem.
Trinken ist da. Wir haben es 15 Uhr. Ah, 16 Uhr. Es ist auch immer echt große Zeit, die da drauf verloren geht, ne? Und es ist hin und her dieser Reihe. Na gut, das nächste, was kommt, hier. Und das wird ein Lager sein. Mit Sicherheit. Wir haben hier noch Apartments gefunden. Ja, hier unten drunter. Okay, ja gut. Gucken wir mal, ob hier etwas Gefährliches schwimmt. Ne, Marlinfische. Okay, dann suchen wir durch. Ich muss mal gucken, was ich mit dem ganzen Schrott noch mache. Oder lasse ich das Schrott einfach liegen? Ist noch mal eine Menge Holz drin, ne? Bei den Apartments, okay, das sieht schon groß aus, mächtig. Da werde ich wohl eine Weile brauchen, bis ich da fertig bin. Ach nee, auch kaputt machen. Nee. Oder ist jetzt für mich der Zeitpunkt gekommen, wo ich spezieller nach irgendwelchen Sachen suche? Gar nicht mehr alles hier loote. Aber ich nehme mal noch alles mit. Holz brauche ich auf jeden Fall immer. Das Metall einschmelzen, das wäre toll. Oh, eine Tarnoberteilweste. Mal wieder. Nächste Etage. Sehr viel Möbel hier drin. Klar, Apartments. Austauschen. Ich habe nie hier drin geangelt, ne? Es war nie nötig. Also jetzt war es nicht nötig. Okay, schwarzer Sessel, gleich zweimal gefunden. Na, warum auch nicht? Es wird dunkel. Platz merkst du, ne, dass der besser geworden ist. Okay, die Stirnlampe habe ich gerade oben. Aber das wäre dann der beste Zeitpunkt, die Stirnlampe gleich auszutesten.
Jetzt müssen wir austauschen. Genau, das Akkuladegerät muss ich noch machen. Dieses für Batterie. Ja, jetzt bringe ich mal ganz kurz meine Sachen nach oben. Dann holen wir mal die Stirnlampe raus. Ja, voll. So, das da rein. Das ist voll, das ist voll. Das auch da rein, das da rein. So, Stirnlampe. Nehmen wir mit. Ja, packen wir das rein. Den Rest muss ich jetzt erstmal mit einpacken. Oh, guck dir das an. Also, es ist schon cool, die Stirnlampe. Definitiv. Oh ja, elektronische Teile, endlich. Oh ja, die Stirnlampe. Richtig klasse. Ja, wenn man jetzt nicht so kalt wäre, wäre das überhaupt kein Problem, ne? Kann hier nicht bleiben, weil es einfach zu kalt ist. Oh, guck mal. Die Sicht wird immer schlechter. Ich gehe gleich nach oben. Ja, daran hatte ich jetzt gerade gar nicht gedacht gehabt, ne? Dass ich hier anfange zu friere. Na gut. Na gut. Na gut, okay. Habt ihr gewonnen. Fahr ich halt zurück. Also nachts kannst du hier nichts machen. Frierst du einfach im Wasser. Aber gut, ich fahre zurück. Werde ausladen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss.